Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal erklären, wie ihr denn auf YouTube jetzt mit 60 FPS Videos hochladen könnt. Und dafür zeige ich euch, wie ihr in DxToy die ganzen Einstellungen macht, wie ihr das dann auch mit Shadowplay aufnehmen könnt und wie ihr am Schluss dann alles in Adobe Premiere rendern könnt, damit ihr auch wirklich ein 60 FPS Video habt. Ich werde aber dabei nicht auf alle Einstellungen von den einzelnen Programmen eingehen, sondern nur auf die Einstellungen, die wirklich jetzt dafür relevant sind, dass wir in 60 FPS aufnehmen und rendern können. Denn so Standardeinstellungen, wie zum Beispiel DxToy funktioniert, das sollte man eigentlich genug im Internet finden. Oder man guckt einfach in mein altes Tutorial rein, ich kann es euch nochmal verlinken. Allerdings werde ich das nochmal updaten, da sich bei mir viel geändert hat. Aber fangen wir doch eigentlich ganz vorne mal an. Wenn wir ein Video in 60 FPS aufnehmen wollen, brauchen wir natürlich erstmal unser Aufnahmeprogramm in 60 FPS. Das heißt, wir sagen unserem Programm, in dem Fall hier DxToy, okay, nehmt jetzt bitte mal das Spiel in 60 FPS auf. Und dafür stellen wir oben einfach unser Profil auf Default und checken, dass hier bei Movie Settings Use Default Setting eingeschaltet ist. Das heißt, alles, was wir jetzt hier einstellen, wird für alle anderen Profile, die sich automatisch erstellen, wenn wir zum Beispiel ein Spiel starten, wird einfach verwendet. In dem Fall habe ich jetzt den Lagarit Lossless Codec drin. Und wenn wir jetzt einfach dem DxToy sagen wollen, dass es bitte in 60 FPS aufnehmen soll, dann stellen wir hier die Framerate auf 60. Und stellen sicher, dass der Output als File-Output im Format von AVI ist. Denn dann wird auch, kriegen wir eine AVI-Datei, die auch später dann 60 FPS hat. Das kann ich euch hier mal zeigen. Ich habe nämlich jetzt schon was aufgenommen. Eine Runde Plants vs. Zombies kurz, knapp 2 Minuten, Full HD mit 60 FPS. Weil ich es halt so eingestellt hatte. Können wir kurz reingucken. Die Datei hat also jetzt 60 FPS. Ist aufgenommen, auch wenn es gerade ein bisschen ruckelt. Das liegt an der Beschränkung durch den Camtasia-Recorder. Aber die Datei an sich hat 60 FPS. Das heißt, mit DxToy haben wir schon mal sichergestellt, dass das Video auch in 60 FPS rauskommt. Das können wir, wie gesagt, nochmal überprüfen an unserer Datei. Wir müssen einfach nur gucken, dass hier unten dann Einzelbildrate 60 Einzelbilder pro Sekunde steht. Und wenn wir das eigentlich gemacht haben, haben wir unsere Datei sozusagen schon. Darum kann DxToy weg, das haben wir erledigt. Aber jetzt zeige ich euch noch, wie ihr in Shadowplay auch mit 60 FPS aufnehmen könnt. Denn Shadowplay gibt uns ja die Möglichkeit, entweder als Schattenmodus aufzunehmen. Das heißt, wir haben eine coole Szene gehabt, drücken eine Tastenkombination und zum Beispiel 10 Minuten werden abgespeichert, was davor passiert ist. Aber wir können natürlich auch so mit der anderen Tastenkombination einfach aufnehmen, als wäre es zum Beispiel DxToy. Und dafür klicken wir hier oben auf dieses Shadowplay-Logo. Dann öffnet sich hier dieses kleine Fensterchen. Und wir können hier einstellen. In den Qualitätseinstellungen hier zum Beispiel, welche Auflösung wir denn jetzt haben wollen. Dann habe ich hier immer 720p drin, die Bitrate auf Maximum und hier sehen wir auch schon wieder Bildfrequenz. Also unsere FPS-Anzahl. Da stellen wir einfach auf 60 hoch. Und dann sehen wir hier oben Aufzeichnung von 720p HD-Auflösung, 60 FPS, 50 Mbits mit H.264, das heißt also mit MP4-Codec. Ja, den Sound können wir auf Spiel intern lassen. Die anderen Einstellungen erklären sich eigentlich von selbst, außer hier der Modus, der bedeutet einfach nur Hintergrund und manuell. Das ist einfach nur diese Vermischung aus der Schattenaufnahme und der manuellen Aufnahme. Aber ich erkläre später nochmal in einem anderen Tutorial, wie man Shadowplay so benutzt. Das heißt, Shadowplay werden wir auch schon eingestellt. Wenn wir also jetzt im Spiel drin sind und unsere Tastenkombination drücken, in diesem Fall ist das Alt und F10 für die Hintergrundaufzeichnung, dann ist diese Aufzeichnung abgespeichert in 720p mit 60 FPS und 50 Mbits im H.264-Codec, also MP4-Format. Das gleiche natürlich auch, wenn wir mit F6 die manuelle Aufzeichnung ein- oder ausschalten, da ist genau das gleiche. Das heißt, wir haben jetzt wirklich in beiden Aufnahmeprogrammen dafür gesorgt, dass unsere Datei hier am Ende mit 60 Einzelbildern rauskommt. Jetzt wollen wir die dann natürlich noch rendern. Dafür benutze ich hier Adobe Premiere. Und in Adobe Premiere gibt es ja Sequenzen, in denen ihr sozusagen arbeitet. Das heißt, wir haben hier bei Datei neu und erstellen uns eine Sequenz. Jetzt habe ich ja schon vorgearbeitete Sequenzen, aber wenn ihr hier reinguckt, dann werdet ihr bei eigenen nichts haben. Das heißt, ihr geht auf Einstellungen und dann habt ihr hier dieses kleine Fensterchen. Und da könnt ihr ein paar Einstellungen machen. Den Bearbeitungsmodus lassen wir einfach auf Benutzer definiert. Das bedeutet nämlich, dass wir jetzt eigene Einstellungen dort importieren. Die Timebase in dem Fall müsst ihr hier auf 60 Frames pro Sekunde stellen. Das bedeutet nämlich einfach, dass die Sequenz mit 60 Einzelbildern arbeitet.
Die Framegröße haben wir in diesem Fall auf Full HD, das heißt 1920 horizontale Pixel auf 1080 vertikale Pixel. Das ergibt dann das Format 16 zu 9, was ein normaler Fernsehbildschirm ist. Das Pixelseitenverhältnis bleibt auf 1,0. Das sorgt einfach dafür, dass wir diese 16 zu 9 hier beibehalten. Wir stellen keine Halbbilder ein, also den progressiven Scan. Das Anzeigeformat ist dann ein 60 FPS Timecode. Das bedeutet, werden nicht in Frames zählen, sondern wir haben später hier rechts in unserem Dateifenster sozusagen hier diese Zahlen. Also Minuten, Sekunden, Stunden, Millisekunden und so weiter. Und keine Frames. Das Audio könnt ihr hier auf 48.000 Hertz stellen, beziehungsweise 48 Kilohertz. Anzeigeformat in Audio Samples. Und in der Videovorschau stellt ihr jetzt ein, wie sich das Video hier rechts dann darstellen soll. Das könnt ihr eigentlich auf Microsoft AVI einfach lassen. Codec DV24P Advanced, das passt eigentlich auch. Den Rest könnt ihr eigentlich auch komplett lassen. Aber wir müssen hier in die Spur nochmal reingucken. Denn wenn ihr hier eine eigene Einstellung gemacht habt, dann wird sich euer Audio automatisch auf Mono umstellen. Das müssen wir verhindern. Das heißt, wir gehen in dieses Spurenfenster und gucken erstmal. Okay, wir haben drei Videospuren. Das könnt ihr natürlich einstellen, wie ihr wollt. Wenn ihr sagt, ihr braucht nur zwei Videospuren, die automatisch hier unten in dem Sequenzfenster drin sind, dann stellt ihr da zwei an. Das ist euch überlassen. Ich habe immer drei. Falls ich ein paar Videos beieinander legen will oder noch Fotos oder sowas. Und der wichtige Schritt hier ist Audio. Bei Audio müssen wir einfach nur gucken, dass der Master auf Stereo steht. Das heißt, wir haben einen Stereo-Sound, der kommt rein und der Master überträgt sich auf alle unteren Spuren, wenn wir hier unten Standard eingestellt haben. Das heißt, wenn ihr als Master Stereo habt und als Spurtyp von den einzelnen Audiospuren Standard, dann übernimmt die Audiospur automatisch die Master Art hier, das heißt Stereo. Bei euch wird es hier auf Mono eingestellt sein, das heißt, die einzelnen Spuren werden nochmal Mono. Aber wir stellen die auf Standard um, sodass beide Spuren dann Stereo sind. Dann könnt ihr unten auf Vorgabe speichern klicken, könnt einen Namen eingeben und eine Beschreibung, wenn ihr wollt, und dann speichert ihr das einfach ab. Und dann habt ihr, wie ich hier, in euren Sequenzvorgaben diese Sequenz, die wir gerade eben erstellt haben, mit unseren Einstellungen. Die habe ich einfach 1080p, 60 FPS genannt, damit ich weiß, was es ist. Und dann macht ihr einfach Doppelklick drauf. Und ihr werdet hier sehen, bei mir hat sich ein bisschen verändert. Ihr habt jetzt hier unten eure Sequenz 1, habt in der Sequenz hier eure eingestellten Balken. Das heißt, wir haben drei Videobalken wie eingestellt, zwei Audiobalken und nochmal den Master. Und ihr habt auch hier jetzt euer Vorschaufenster. Ja, und jetzt können wir eigentlich damit schon arbeiten, denn Premiere ist soweit eingestellt. Wir können also unsere Datei jetzt hier reinziehen, unsere Aufnahme. Dann schieben wir die uns hier unten in unseren Sequenzreiter und wir sehen, wir haben sie jetzt hier drin. Unsere schöne Aufnahme mit Ton und allem. Und das passt eigentlich auch so. Außer ihr wollt es noch ein bisschen schneiden, also hinten kürzen oder sowas. Das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt. Ihr könnt es jetzt eigentlich bearbeiten. Im Ton werdet ihr auch sehen, das sieht man gerade, wo war das? Hier sieht man es ziemlich gut, dass ihr eine Audiospur habt in A1. Das ist in diesem Fall oben im Audioclip-Mixer die linke Spur. Und die ist nochmal geteilt in zwei Spuren. Das heißt, die linke Ebene und die rechte Ebene. Und wir sehen hier, die linke Ebene ist in dem Fall ein bisschen höher, denn hier in der Datei war links von mir zum Beispiel eine Erbsenkanone. Dadurch habe ich ihren Ton gehört und damit ist natürlich auch die linke Spur etwas lauter gewesen als die rechte. Das heißt, ihr könnt hier nochmal überprüfen, dass es Stereo ist. Wäre es Mono, dann müssten beide Spuren bzw. Balken immer genau gleich sein. Und wir sehen hier, sie sind unterschiedlich. Das heißt, wir haben einen Stereoton. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich rendern. Das heißt, wir springen hier zum Input unserer Sequenz, weil wir natürlich alles rendern wollen. Klicken einmal in die Sequenz rein, damit das Fenster hier gelb ist. Und dann können wir entweder hier oben auf Datei gehen und auf Exportieren als Medien. Oder wir drücken einfach STRG mit M, nachdem wir in dieses Sequenzfenster reingeklickt haben, und kommen auch automatisch jetzt in das Exportieren-Fenster. STRG mit M bitte. Adobe Premiere, komm, dann will es halt nicht. Er will es gerade nicht. Vielleicht, weil ich da mit einem Shortcut für den Camtasia-Recorder überschreibe. Egal. Machen wir es einfach per Hand. Export, Medien und hier öffnet sich dieses Fenster. Jetzt werdet ihr hier wahrscheinlich auch keine wirklichen Einstellungen haben. Das heißt, wir müssen hier auch erstmal alle Rendereinstellungen so einstellen, dass wir wirklich auch jetzt in 60 FPS rendern können. Dafür müsst ihr am ersten Mal hier beim Format H264 auswählen, das heißt MP4.
Und dann habt ihr hier lauter Vorgaben. Bei euch sind es dann nur hier die unten. Bei mir sind es hier noch die oben, weil das meine eigenen sind. Aber so welche erstellen wir uns jetzt gleich auch, dass ihr die hier oben immer drin habt. Wenn wir also jetzt eigene Einstellungen wollen, fahren wir hier ein bisschen runter. Und hier wird dann hier ein Abschnitt kommen mit HD. Das heißt, ihr habt hier HD-Auflösungen. Wir haben jetzt gesagt, unsere Sequenz ist 1080p. Jetzt 60 FPS, darum wollen wir jetzt natürlich auch in 1080p rendern. Das heißt, wir nehmen uns hier zum Beispiel die 1080p HD 25 Sequenz einfach raus, das Format, und das werden wir jetzt verändern. Das heißt, hier sehen wir kurz als Ausgabe, was bisher eingestellt ist, in diesem Fall noch 1080p mit 25 FPS, 32 bis 40 Mbits, das ist natürlich viel zu viel für uns, denn niemand lädt wirklich mit sowas hoch, weil YouTube es erstens gleich verarbeiten kann und die Dateigröße für 2 Minuten hier ins 440 MB, also ins Unermessliche steigt. Darum werden wir es jetzt für unsere Gunsten umändern. Das heißt, wir gehen hier unten rein in die Videoeinstellungen und überprüfen. Die Breite passt, Full HD. Unten drunter ist die Framerate. Die stellen wir hier auf 60 FPS. Scrollen weiter runter. Dann sind wir schon wieder hier bei diesen quadratischen Pixeln, die wir auch am Anfang von der Sequenz hatten. Die lassen wir wie immer auch auf 1,0. Stellen den Modus hier auf PAL um. Profil-Hauptposition passt auch, der Pegel 4,2 bleibt auch. Und dann kommen wir hier zu der Bitrate. Bei der Bitrate stellen wir auf VBR einen Durchgang. Das heißt, es wird einfach gerendert, das erspart Zeit. Und YouTube rendert es halt selbst nochmal durch. Dadurch, wenn manchmal das Video ganz kurz verpixelt wird, was wir später noch ausmerzen werden, dass das nicht mehr wirklich passiert, dann würde das YouTube sowieso nochmal verarbeiten und somit auch nochmal dafür sorgen, dass es das eigentlich fast nie passiert. Darum braucht ihr nur einen Durchgang. Beim zwei Durchgänge würde einfach nochmal nachgeguckt werden, ob jetzt irgendwo eine Verpixelung ist und die würde nochmal durchgerendert werden. Also gehen wir auf einen Durchgang und die T-Bitrate. Da müsst ihr gucken, was ihr an Qualität wollt, denn die entscheidet jetzt am Ende über die Dateigröße und die Qualität. Also ich habe im Moment noch eine 16K-Leitung, von der ungefähr 12.000 Download und knapp 1 MB Upload ankommen. Darum kann ich halt nicht mit 32 und 40 MB rendern, das wäre schwachsinnig. Darum ist es bei mir zum Beispiel 6 Mbits, das ist eigentlich eine ganz gute Qualität. Also 6 Mbits als Zielbitrate, wie viel die wirklich anpeilen wollen. Und das maximal auch, das heißt, er guckt immer so, dass er um die 6 bleibt, aber nicht höher geht. Und da wir beide 6 haben, wird auch die Bitrate nicht wirklich niedriger. Der Keyframe-Abstand, den haken wir noch auch nochmal an, den setzen wir nämlich auf 72, nicht auf 75, wie es eingestellt ist. Denn dadurch mit 72 ist bei mir zumindest so gewesen, dass diese Verpixelungen um Weiten weniger geworden sind. Müsst ihr gucken, wie es bei euch ist. Wenn viele Verpixelungen drin sind, dann stellt es wieder auf 75, aber ich habe es auf 42. Und dann können wir hier oben eigentlich unsere Datei auch schon abspeichern, also unsere Vorgabe im Moment noch. Denn wir sehen hier, das heißt Benutzer definiert nur noch, weil wir sie verändert haben. Das heißt, wir klicken hier rechts neben dran auf Vorgabe speichern. Und dann nennen wir sie zum Beispiel. Ihr könnt jetzt da einschreiben, was ihr wollt. Ich habe damals reingeschrieben, einfach 1080p, 6 Mbits, 60 Frames, dass man genau weiß, was wirklich das jetzt macht. Man muss nicht mehr alles durchchecken. Ihr benennt sie also, wie ihr wollt. Und dann klickt ihr unten einfach auf OK. Und dann habt ihr jetzt in eurem Benutzerdefinierten, wie ihr es halt benannt habt. In meinem Fall jetzt Kopie von HD 1080p 25. Dann können wir nur noch hier beim Ausgabenamen jetzt auswählen, wo wir unsere Datei hinhaben wollen. Bei mir wäre das jetzt hier auf meiner anderen Festplatte der Folgenordner. Den nenne ich jetzt zum Beispiel Tutorial. Nenne ich die Datei einfach. Klicke auf Speichern und wir sehen hier unten dann und über Exportieren, Warteschlangen und so weiter die geschätzte Dateigröße. Die beträgt jetzt nur noch 84 MB. Das passt eigentlich, das ist eine gute Größe zum Hochladen. Und wir haben jetzt alles eingestellt, das heißt, wir wollen dieses Video wirklich jetzt rendern und klicken einfach exportieren. Und dann wird erstmal hier unser Audio durchgerendert und jetzt unser Video. Und wenn das Ganze fertig hier gerendert ist, dann zeige ich euch noch, wie ihr überprüfen könnt, ob jetzt die Datei wirklich 60 FPS ist, die ihr hochladen wollt. Und dann sehen wir uns einfach gleich, wenn das hier gerendert ist. Das kommt bei mir jetzt knapp 5 Minuten dauern. Also bis gleich. So, jetzt ist das Video auch endlich fertig gerendert. Und wir können mal gucken, ob alles funktioniert hat mit unseren Einstellungen. Das sollte es eigentlich. Hier sehen wir unsere Videodatei gerade, Tutorial. Und wir sehen hier unten 1920x1080p, also Full HD mit 60 Einzelbildern pro Sekunde. Und Datenrate ist immer so um die 6 Mbits, mindestens 6,039 Mbits.
Das heißt, hat alles funktioniert. Wir haben jetzt hier unser Video in 60 FPS und das können wir einfach hochladen. Deswegen gehen wir wieder auf YouTube und gehen dann hier oben auf Hochladen und ziehen uns einfach hier das Video rein. Das ist ein ganz normaler Arbeitsschritt also. Ihr ladet einfach ganz normales Video hoch, sucht euch hier eure Datei, packt sie rein und dann könnt ihr das Video halt einstellen, wie ihr wollt. Und YouTube wird es automatisch richtig bearbeiten. Das heißt, YouTube wird erst die normalen Formate bearbeiten, also von 360p durch bis 1080p, weil unser Video ist ja 1080p. Und wenn 1080p verfügbar ist, dann könnt ihr das auch schon so angucken. Dann hat es aber allerdings noch 30 FPS und danach wird dann erst 720p mit 60 FPS und dann 1080p mit 60 FPS nochmal bearbeitet. Das heißt, wenn ihr wirklich dann wollt, dass die Videos bei euren Abonnenten sofort in 1080p mit 60 FPS ankommen, dann solltet ihr es so mit bisschen Abstand hochladen. Also bei mir dauert so eine Bearbeitung von YouTube dann meistens 30 Minuten oder bis zu einer Stunde hin. Das heißt, am besten ladet ihr schon mal im Voraus hoch und packt es einfach auf planmäßig rein. Und dann solltet ihr keine Probleme haben, dass, wenn das Video dann online kommt, auch wirklich 1080p mit 60 FPS ist. Ja, das wäre es dann eigentlich schon gewesen. Ihr wisst jetzt, wie man in 1080p aufnimmt und wie man das Ganze dann rendert und bearbeitet. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte eine Bewertung oder einen Kommentar, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Ich werde dann gerne euch darauf antworten und versuchen zu helfen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.